Hallo liebe deutsche Tamagotchi-Gemeinde, es ist mal wieder soweit und ich bin mit einem neuen Unboxing zurück. Dieses Mal kommt es aus dem schönen Thailand von Tamagotchi Love Love. Den habe ich über eine Freundin gefunden aus unserer Tamagotchi WhatsApp-Gruppe und die hat da bestellt und hat sich ein Tamagotchi Piece bestellt. Und weil mir das so vom Preis sehr günstig vorkam, habe ich entschieden aufzustellen. Und tada! Heute war es endlich da. Von Thailand nach Deutschland. Hier ist es, mein weißes Piece. Es ist nicht mein erstes Piece. Ich habe schon ein zweites Piece und zwar das Dream Comfort Set und wow, bin da echt stolz drauf, dass ich jetzt noch ein weißes Piece dazu habe in neuer Kondition und bin natürlich super, super mega happy, weil wir haben eine Challenge laufen, jeder macht sein Lieblingstammer an, in der Gruppe natürlich, in der WhatsApp-Gruppe. Und spielt es, wenn es geht, das ganze Jahr. Das ist eine Challenge, die man mit sich selber abmacht. Und ich habe mich für das Piece entschieden, weil mit dem For You macht es mir leider nicht so viel Spaß, weil ich das NFC nicht nutzen kann. Aber ich habe mittlerweile ein Infrarot-Handy. Das heißt, ich kann die Piece wirklich modifizieren, wie ich möchte. Und das ist natürlich übelst cool. Und da kann ich auch teilweise sogar Charaktere downloaden. Aber erstmal gilt es natürlich, das Tamatomo zu voll zu kriegen. Ich würde es jetzt erstmal auspacken, bevor ich hier weiter ausführlicher rede. Ja, es ist das weiße Piece von Bandai. Es ist in neuer Condition, also es hat noch keiner bespielt. Das ist das weiße und hier steht drauf Natural Piece for You. Also jedes Tamagotchi in den ganzen Farben hat so seinen eigenen Slogan. Jetzt müsste ich mal gucken. Hier steht zum Beispiel, hier steht bloß das Peace Together Dream Comfort for You. Oder Dream Comfort to You. Also das ist, mehr steht da leider nicht drauf, aber auf den normalen Packungen ohne die Sets gibt es ja noch das Melody Love Set, dann Aikatsu Set, das Dream Comfort, was ich habe und das normale Melody Land. Also Love and Melody ist das andere mit diesen zwei Herzen. Das ist jetzt eben ein normales ohne Set. Also da kommt nur das Tamagotchi. Genau. So sieht die Packung aus. Das ist, zeigt an hier, mit was man das alles verbinden kann. Was ich ganz toll finde, ist voll mädchenhaft, aber die Verpackung ist so in so einem Perl-Mood-Design. Also das ist total toll. Schimmert so schön. Hinten drauf ist noch ein bisschen japanisch. Und unten drunter auch. Genau, aber jetzt holen wir es mal raus. So. Instruction Menu würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Müssen wir vielleicht nicht nochmal durchgehen. Gut, man kann es ja auspacken. Aber ansonsten ist da glaube ich nichts Neues dabei. Ja, genau. Das ist dasselbe wie bei dem anderen. Also die sind alle in so einem Rosa gehalten. Und da ich ja der japanischen Sprache nicht mächtig bin, nützt hier gar nicht allzu viel. Das sind hier nochmal Merchandise-Produkte. Wahrscheinlich so ein bisschen. Genau. Also, das dazu. Und da ist es so. Das ist nicht schön. Ich finde es total toll. Was ich auch richtig gut finde, ist, zwar hat der Verkäufer die Batterien entfernt, allerdings hat er hier so einen Screenschutz drauf gemacht. Und das finde ich richtig klasse, weil das hat man bei den wenigsten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da zu blöd dazu, das selber drauf zu machen. Beziehungsweise habe jetzt gerade keine Folien da. Und das finde ich halt richtig gut, muss ich wirklich zugeben. Also, dass der das gemacht hat, das ist nicht bei jedem so. Genau, das ist das Weiße. Hier habe ich mein anderes. Können wir ja mal kurz drauf gucken. Und zwar haben wir Mamechi
im Fairy Pierce Design mit modifiziertem Hintergrunddesign. Das kann man sich bei Gucci World runterziehen. Die haben dann so ein Gesamtpaket, wenn man da auf die Downloads von den Pierce geht, kann man sich da ein Gesamtpaket runterladen und das habe ich gemacht. Und man kann sich aber dann auch noch einzelne Sachen runterladen. Man kann sich die Hintergründe runterladen, man kann sich Spiele runterladen, man kann sich Accessoires runterladen und noch ganz viel mehr. Also das ist wirklich sehr lohnenswert für Leute, die vielleicht da noch Anregungen benötigen oder nicht wissen, wo sie das herholen. Genau. Und gehen wir mal in den Gartenhaus hier. Schneemann haben sie heute gebaut. Ziemlich schickes Feature. Genau. Das ist so das Team, das Dream Coffin, was ich gerade anhab. Mit Mamechi als Fee. Genau. Ja, das war eigentlich erstmal schon alles zu dem Unboxing. Ich würde aber gleich nochmal kurz anbringen. Ich habe jetzt diese Woche schon etwas bekommen gehabt in der Post. Und zwar habe ich bekommen mein Aikatsu Bier. Yay! Freut mich natürlich wahnsinnig, dass ich das Aikatsu gekriegt habe. Für einen relativ guten Preis noch. Ich empfehle euch auch jetzt zuzuschlagen, falls ihr mit euch hadert, weil die Pierces werden nicht mehr produziert und dementsprechend werden sie viel, viel teurer auch gehandelt mittlerweile. Also das teuerste ist das Disney Pierce mit stolzen 91 Euro aktuell auf eBay. Und danach kommt gleich das Sanrio und das Miracrys. Ich habe das Miracrys schon da. Ich habe das damals für 18 Euro bekommen. Dann habe ich, wie ihr ja schon gesehen habt, das Fairy Pierce. Dann habe ich das Dream Coffet zu dem Set natürlich. Also das war ja im Set. Ich habe die große Schleife. Und mein ganzer Stolz, und das kam jetzt auch letzte Woche an, ist mein Sanrio Pierce, was zwar im Benutzenzustand ist, aber es läuft tadellos. Ich habe es schon ausprobiert und es sieht auch eigentlich aus wie neu. Plus, dass die Plastikverpackung fehlt. Aber das ist natürlich mit dabei. Die Beschreibung ist mit dabei. Genau. Es kommt jetzt noch in der Post das Melody Land Pierce, dieses Violette. Und dann habe ich erstmal alle, die ich jetzt bestellt habe. Und ich hoffe, dass sich das Disney Pierce bald anschließt und auch die anderen Pierces. Also, ich will eigentlich versuchen, doch alle zu bekommen, auch wenn ich zum Beispiel auf ein oder das ein oder andere Pierce nicht so ganz so scharf bin. Also zum Beispiel dieses Nameko Pierce finde ich jetzt nicht so toll. Das ist so dieses mit diesen Pilzen oder sowas. Aber ansonsten wollte ich es eigentlich schon alle haben. So viel dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr gerne ein Like da lasst, wenn ihr mich auch abonniert, wenn ihr wollt, oder Kommentar da lasst, oder wenn ihr mich teilt. Das wäre natürlich richtig cool, da würde ich mich sehr freuen. Und an der Stelle würde ich jetzt aber einfach mal sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage einfach mal bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.